Manchmal kommen Schwangerschaften unerwartet und manchmal sind sie heiß ersehnt. Zu Beginn der Schwangerschaft kann es gut sein, dass du dich auseinandersetzen musst mit dem Thema Übelkeit. Vielen Frauen geht es so. 2 Drittel der Frauen haben mit Schwangerschaftsübelkeit zu tun. Und es kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche Frauen haben nur so ein bisschen so ein kodderiges Gefühl, können Essensgerüche nicht mehr so gut ab und ach, und manche Sachen, die sie vorher mochten, mögen sie auf einmal nicht mehr. Manche müssen sich morgens übergeben, manche müssen sich mehrmals täglich übergeben und manchmal ist es ganz, ganz doll. Und dann braucht es manchmal auch ärztliche Hilfe, wenn so gar nichts mehr drin bleibt am Anfang. Aber wisst, dass das zusammenhängt mit den Schwangerschaftshormonen und dass es ein Stück weit auch normal ist, weil euer ganzer Kreislauf stellt sich um. Das ist eine Riesengeschichte. Die Immunsystemumstellung, die Kreislaufumstellung, der Blutzuckerhaushalt stellt sich um. Das ist schon enorm, was euer Körper da leistet zu Beginn der Schwangerschaft. Also versucht, so gut wie es geht, gelassen zu nehmen. Und der erste Punkt, den ihr beachten solltet, ist der, wenn ihr wisst, wie viel da in eurem Körper passiert und wenn ihr auch wisst, dass in den ersten Wochen die ganze Organentwicklung des Kindes stattfindet, also dass alles sozusagen angelegt wird und alles funktioniert und alles an seinem richtigen Ort ist, das passiert in den ersten 3 Monaten. Und das ist unglaublich, was da passiert. Also man kann wirklich den Körper bewundern dafür. Und dass ihr da ein bisschen Rückzug braucht und ein bisschen Innenschau und ein bisschen Ruhe und Einfachheit, ist absolut verständlich. Und manchmal ist es wirklich gut, ein bisschen langsam zu machen in der Zeit. Wenn es stark ist mit der Übelkeit, lasst euch krank schreiben und wisst, es wird besser. Ja? Ich erinnere mich noch, wie es damals war, als ich über Land fuhr und die Hausbesuche machte und morgens um 11 wird da schon gekocht, jede Menge, und es riecht und du kommst in so ein Dorf rein und du riechst so, Pfannkuchen, Tomatensoße, lecker, lecker. Und es kommen immer neue Essensgerüche dazu, je nachdem dann auch Marmelade und solche Sachen. Der Geruchssinn ist sehr, sehr ausgeprägt in der Schwangerschaft und der Appetit häufig auch. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Dinge, die kann man absolut nicht haben. Absolut nicht. Und dann hast du was gegessen und hinterher ist dir schlecht. Und das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Es ist wirklich beeindruckend manchmal. Was manchen Frauen hilft, ist nach dem Essen einfach nur 10 Minuten schwanger sein. Einfach nichts machen, nicht abräumen, gar nichts. Sitzen bleiben, die Hand auf den Bauch legen und einfach mal 10 Minuten nur schwanger sein. Nicht ins Handy gucken, sich nicht unterhalten, ruhig die Augen zumachen und einfach Kontakt mit dem Bauch aufnehmen, zu fühlen, wie das ist, schwanger zu sein, zu wissen, dass da ein neues Wesen in dir heranwächst und dass du dich ganz, ganz groß umstellst. Und oft reicht es aus, um die Übelkeit nach dem Essen schon in den Griff zu bekommen, sich einfach ein bisschen Raum und Zeit zu geben dafür. Und das ist eine einfache und gute Methode. Rückzug, viel Schlafen ist im ersten Drittel der Schwangerschaft häufig angesagt. Dann gibt es ein paar Mittel, die ihr nehmen könnt. Also zum Beispiel Pfefferminze hilft, Pfefferminztee, Pfefferminzblätter kauen, Pfefferminzbonbons, je nachdem. Manchen Frauen hilft Zitrone, Zitronenwasser, Zitronengeruch. Manchmal ja, manchmal nein. Manchen Frauen hilft Ingwer sehr gut in verschiedener Form, also ein Ingwertee eher im Winter. Kandierter Ingwer zwischendurch, süßer Ingwerauszug, den man auch kühl zubereiten kann, auch eventuell im Sommer. Das probiert einfach aus. Und dann gibt es eine Frucht, die Kiwi, die hat in ihrer Frucht auch einen bestimmten Stoff, der übelkeitsunterdrückend ist. Und manche Frauen machen es das so, dass sie ein, zwei Scheiben Kiwi aufschneiden, ruhig die Schale wegmachen und die Scheibe auf die Zunge legen. Und einen Moment drin lassen und dann den Rest der Kiwi ausspucken. Und manchmal tut es gut, wenn man sich die Erlaubnis gibt zu spucken, also was rauszubringen. Es hängt auch damit zusammen, dass wir in der Schwangerschaft lernen, wieder Dinge abzulehnen, die uns nicht so gut tun. Also vor allem Frauen neigen oft aus Harmoniebedürfnis dazu,
alles Mögliche über sich ergehen zu lassen, was wir eigentlich gar nicht so gerne mögen. Und in der Schwangerschaft ist es eher so, dass wir sagen, ah, stopp, jetzt reicht's. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und dann kommt das die üblichen Sprüche über die Zickigkeit der Schwangeren. Aber eigentlich ist es sehr, sehr gut, weil ihr müsst auch später eure Kinder verteidigen. Ob das jetzt gegen Verwandte ist, die kiloweise Süßkram anschleppen oder gegen übergriffige Erwachsene oder im Straßenverkehr oder sonst irgendwas. Ihr seid die ganze Zeit dabei, die Kinder zu beschützen. Und dafür ist Nein sagen eine gute Fähigkeit. Und das lernt ihr auch in der Schwangerschaft. Und manchmal sagt euer Körper eben auch Nein zu etwas. Und wenn ihr was nicht mögt, ist gut, es auszuspucken. Und manchmal tut es gut, auch bewusst was auszuspucken. Und es geht mit diesen Kiwischeiben ganz gut. Ein Punkt ist ganz, ganz wichtig. Vielen Frauen hilft es sehr, wenn sie Vitamin B6 oder einen guten B-Komplex nehmen, also alle B-Vitamine. Jetzt gibt es da verschiedene Qualitäten und das ist den meisten nicht bekannt, aber es gibt nicht nur ein Vitamin B6, es gibt nicht nur ein Vitamin B12, sondern es gibt verschiedene Formen. Da ist dann noch irgendwo eine Methylgruppe dran oder ein Phosphat oder irgendein Hydryl, irgendwas, sodass das Molekül, das Vitaminmolekül so ein bisschen anders geformt ist und dann kann der Körper manchmal besser was damit anfangen. Und je besser er es verwerten kann, desto mehr kann man dieses Vitamin auch als aktiv bezeichnen. Und es gibt eben die aktiven Formen der Vitamine und die nicht aktiven Formen. Und in den meisten Präparaten, die für Schwangere angeboten werden, sind sinnvollerweise die nicht aktiven drin, also die nicht so viel Sinn machen, weil sie einfach nicht so gut wirken. Vielen Frauen hilft Vitamin B-Komplex in der Schwangerschaft. Und ich habe es ganz, ganz häufig, dass Frauen einen B-Komplex verschrieben bekommen. Und ich frage dann, ja, und hilft es denn? Und sagt, oh, nee, eigentlich nicht wirklich. Dann sage ich, pass mal auf, jetzt probierst du mal was anderes. Nämlich einen aktiven B-Komplex. Und zwar von einer Firma, die heißt Heidelberger Chlorella. Die stellen ihre Produkte nur mit den aktiven Vitaminen her. Eine weitere Firma ist zum Beispiel auch Pure Encapsulations, die bekommt ihr in der Apotheke. Bei Heidelberger weiß ich, dass sie extrem gute Qualität haben und deswegen empfehle ich das gerne. Und den Komplex, den ich empfehle, heißt Vitamin B-Komplex aktiv von Heidelberger Chlorella. Das könnt ihr googeln. Und problemlos beziehen. Davon nehmt ihr morgens oder mittags eine Kapsel und ihr werdet merken, euch geht es besser. Ihr habt auch mehr Energie. Ja? Das hilft vielen, vielen Frauen und das ist manchmal auch sinnvoll, das durch die Schwangerschaft durchzunehmen. Wenn ihr diese Wirkung sehr, sehr stark merkt und wenn vielleicht in der Vorgeschichte noch andere Geschichten sind wie Schilddrüsenunregelmäßigkeit und andere Geschichten, dann schaut euch mal die Website an www.heilkunde-und-elternsein.de, also www.heilkunde-und-elternsein.de. Das ist meine Praxis-Website. Und da gibt es einen Artikel über eine Stoffwechselbesonderheit, die 10% der Frauen betrifft. Also das sind viele Frauen. Ne? Du gehst durch die Straße, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 10. Das sind viele Frauen. Und die ganz, ganz wenig bekannt ist. Und der lange Name dieser Stoffwechselbesonderheit ist Hämopyrolactamorie, kurz HPU. Und da habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Den lest euch mal durch, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie habe ich zu tun mit Mangel, irgendwas fehlt mir, ich habe dauernd irgendwie irgendwas, es war schwierig, schwanger zu werden, die Übelkeit ist besonders stark, sind andere Dinge noch in der Vorgeschichte, vielleicht ein bisschen in Richtung Diabetes, in Richtung Schilddrüse, noch ein paar andere Geschichten, wo man immer so rumgemacht hat, dann lest euch das mal durch, das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn ihr den Verdacht habt, dass ihr zu den 10% der Frauen gehört, dann nehmt Kontakt auf mit einem HPU-geschulten Therapeuten oder meldet euch über die Website bei mir, dass wir gucken können, was man da macht. Das ist ein kleiner Ausflug, der nicht alle betrifft, aber der sehr, sehr wichtig ist für die Frauen, die es betrifft und der vor allem bei der Schwangerschaftsübelkeit oft zum ersten Mal zum Tragen kommt.
Vitamin B6 oder ein Vitamin B-Komplex. Nehmt eine Kapsel morgens und mittags zu der Mahlzeit, die am besten drin bleibt. Dann gibt es noch ein weiteres tolles Mittel bei Schwangerschaftsübelkeit und das ist die Akupunktur. Hilft oft grandios. Und ich würde euch sowieso raten, sucht euch ganz, ganz früh und ganz dringend eine Hebamme, wenn ihr eine bekommt. Und ansonsten guckt mal, ob ihr nicht in eurem Umkreis jemanden habt, der Akupunktur macht, auch für Schwangere. Die Schwangerschaftsübelkeit spricht sehr, sehr gut auf die Akupunktur an. Es gibt auch ein Armband, das heißt C-Band, also von Nausea. Von Nausea ist die Übelkeit. Das drückt hier einen bestimmten Punkt, und zwar, wenn ihr genau in der Mitte hier von der Handgelenksfalte in der Mitte runter geht, da sind so zwei Sehnen dazwischen. Und wenn ihr da so drei Querfinger ungefähr drunter, da ist hier so ein Punkt zwischen diesen beiden Sehnen. Und wenn ihr da drückt, da müsst ihr schon ziemlich drücken. Also das ist nicht nur so ein bisschen, sondern ihr drückt so, dass ihr fast das Gefühl habt, ihr kommt am anderen Knochen hinten wieder raus. Da gibt es so einen Punkt, der ist richtig schmerzhaft. Und das ist der Meisterpunkt für die Übelkeit. Und das könnt ihr auch versuchen, dass ihr, wenn so eine Übelkeitswelle kommt, dass ihr euch hinsetzt, Augen zumacht, ein bisschen zur Ruhe kommt und diesen Punkt ganz, ganz stark drückt. Und der wird auch bei der Akupunktur dann behandelt. Genau. Homöopathie ist wunderbar bei Übelkeit. Und da gibt es drei Mittel, die vor allem eine Rolle spielen. Das eine ist Sepia, dann gibt es eins, das heißt Nux vomica, und dann gipt es noch eins, das heißt Ipecacuanha. Ich blende es euch ein. Diese Mittel sind länger zu erklären. Die Homöopathie ist nicht so einfach zu verstehen. Also man kann nicht sagen, du hast Übelkeit, nimm das und das und das, weil Übelkeit in der Schwangerschaft kann bei jeder Frau anders aussehen und jede Frau hat auch einen anderen Typ. Also eine Sepia-Frau ist ganz anders drauf als eine Frau, die vielleicht Nux vomica braucht oder die Ipecacuanha braucht. Deswegen kann ich euch da keinen heißen Tipp geben, nur die drei, lest die mal nach, guckt mal nach, fragt euren Homöopathen, fragt eure Hebamme, fragt euren Heilpraktiker, eure Heilpraktikerin und schaut, vielleicht findet ihr auf dem Weg Besserung. Den Ingwer hatte ich euch schon genannt, ein sehr, sehr wärmendes Kraut. Und es ist schon so, dass die Nahrungsmittel, euer Körper sagt euch, was er braucht. Aber während der Schwangerschaftsübelkeit ist es oft so, dass so ein paar kräftigere Dinge ganz gut tun. Ja, so in Richtung Kartoffel, so die Ecke wird oft ganz gut vertragen. Aber das findet ihr am besten raus. Es gibt Frauen, die vertragen nur Nüsse. Ich kannte eine Frau, die hat sich 2 Monate fast nur von Cashewnüssen ernährt, weil echt nichts anderes mehr ging. Also da findet euren Weg und glaubt nicht unbedingt allen Ratschlägen, die ihr so bekommt. Das kann individuell sehr, sehr unterschiedlich sein. Ein wunderbarer Trick ist noch, es liegt häufig am Blutzucker und oft wird es durchs Essen besser. Also auch wenn ihr durch Essensgerüche nicht so begeistert seid, oft wird es durchs Essen besser. Und was ihr machen könnt, ist, dass ihr euch eine Kleinigkeit, also für die, die Getreide essen, ist es vielleicht ein Zwieback, für andere ist es ein paar Apfelschnitze, für die Dritten ist es irgendwie ein kleines Müsli, ein Müsliriegel oder sowas. Neben das Bett legen schon, dass ihr morgens vor dem Aufstehen, bevor ihr morgens aufsteht und das erste Mal auf Toilette geht, schon einen kleinen Bissen im Bett liegend kaut und gut kaut. Und oft wird es dann besser, weil es häufig eigentlich mit dem Blutzucker zu tun hat. Das heißt, wir haben nicht zu viel und deswegen ist uns übel, sondern wir sind so ein bisschen im Mangel und deswegen ist uns übel. Probiert es mal aus. Manchmal hilft auch ein Schluck Trinken morgens gleich. Aber oft ist es wirklich eine Kleinigkeit essen, bevor ihr aufsteht. Ja? Genau. Das sind so die üblichen Tricks und Hilfen bei Schwangerschaftsübelkeit. Der Kernpunkt ist wirklich, zieht euch ein bisschen zurück, gönnt euch Ruhe, macht langsam, gebt der Schwangerschaft Raum. Ja?
Und dann beruhigt sich das Vegetativum auch mehr und mehr und mehr. Und meistens ist es nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel besser. Solltet ihr stündlich oder mehrmals stündlich euch erbrechen müssen und nichts bleibt mehr drin und ihr habt keine Ahnung, wie ihr damit umgehen sollt, ihr habt schon alles probiert, Vitamin B, alle Kräuter, alle Nahrungsmittel, alles, was helfen könnte, nichts hilft, Akupunktur auch nicht, dann kann es sein, dass ihr auch ein übelkeitsunterdrückendes Medikament gibt. Womex hat man früher gegeben, wird heute nicht mehr so gegeben. Da würde ich mit der Frauenärztin drüber sprechen, dass ihr da vielleicht ein Mittel findet, was zu euch passt. Und ganz selten ist es so, dass Frauen auch Infusionen brauchen. Also, dass sie ins Krankenhaus gehen, ein paar Tage sich komplett aus dem Geschehen rausnehmen und mit Infusionen, die Vitamine und Elektrolyte und Nahrung liefern, sich wieder aufbauen und aus diesem Tief rauskommen. Wenn es so ist, dann ist es so, dann lasst euch fallen, lasst euch versorgen, wisst, dass ihr gut aufgehoben seid und dass es ganz bestimmt wieder aufhört. Ja? Genau. Und wie gesagt, für manche ist es einfach auch ein freudiges Zeichen, weil das so, kennt ihr ja in den ganzen Filmen, wenn die Frauen dann mehrmals mit Übelkeit schnell mal eben um die Ecke sich begeben, dann wissen alle im Film schon, ja, sie ist schwanger. Und irgendwie scheint es auch dazu zu gehören in einem gewissen Umfang. Ich wünsche euch, dass ihr den Beginn der Schwangerschaft genießen könnt, dass ihr das Wachsen genießen könnt, das Essen genießen könnt und dass ihr euren Weg findet, die Dinge zu euch zu nehmen, die euch richtig, richtig gut tun. Ich freue mich auf euch im nächsten Film. Von Herzen, eure Elke.